Hallo. Willkommen zurück zu Resident Evil Revelations. Wir gucken mal, was hier abgeht. Guten Tag, Chris. Nicht finden. Das wird etwas dauern. Ja, okay, tschüss. Dann geh du mal an deinem PC spielen. Und ich guck mal, was ich hier verbessern kann. Oh, konzentriertes Feuer. Was ist das denn? Großer Scheiß. Oh, das ist eine neue Waffe. Warte mal. Tschüss. Tschüss. Für was ist denn das? Nur für eine Shotgun. Was ist denn das? Genau. Streuung der Schrotflinte wird um 4 verringert. Um 4 Grad. Okay, interessant. 140. Achso, das ist, okay. Ja, würde ja fast sagen, dass wir die Schrotflinte nehmen. Konzentriertes, großes Magazin. Ah, ja, doch. Na, obwohl. Ja, doch, komm, lassen wir das einfach mal. Schaden. Ja, yeah, cool. So, obwohl die Pistole ist eigentlich jetzt gerade. Alter, die hat schon eine Feuerkraft, hör mal. Das ist schon echt bitter. Weißt du was? Wir machen jetzt einfach mal eben so. Schaden plus 2 darf dann da rein. Und. Ansonsten kann auch gar nichts rein. Packen wir jetzt einfach mal hier die Schadens 4 Scheiße rein, denn das lohnt sich, glaube ich, schon enorm. Feuerrate plus 2, aufgeladener Schuss geht leider nicht bei der, warum auch immer. Ach so, deswegen, weil das so eine ist. Okay, interessant. Ja, gut, können wir ja mal testen. Kann ja nicht schaden. Dann gehe ich mal weiter. Ich habe den Türcode geknackt und öffne sie. Okay. Sei vorsichtig. Ja, ja, ich mach das schon. Darauf kannst du wetten. Darauf kannst du wetten. Yeah, cool. So. Oh, ach du Kacke. Ne, ich trau dem Ganzen irgendwie nicht. Wie soll ich nie checken, ob das geht oder nicht? Ah, guck mal. Tada. Das ist ja cool. Oh, warte mal, wir gehen nochmal eben zurück. Da war was. So, vielen Dank. So, vielen Dank. Laufen wir mal eben so. Ist zwar minimal verkrüppelt, aber egal. Alter. So lang. Hier lang. Okay. Und dann? Hä? Hä? Ja, dann drücke ich eben die Taste, Mann, du Arschloch. Ist jetzt alles aus, oder was? Na, irgendwie nicht. Hä? Ich will da aber hin. Kann man eben einer die Leiche hier rüberschieben? Da kann ich nicht hin. Das zu drücken, ja. Also daran ändert es auf jeden Fall nichts. Das ist alles gleich. Obwohl, das ist eigentlich dumm, weil, warte mal, jetzt ist da was vor, ne? Ja, ist eigentlich scheiße. Okay. Oder? Nee, es geht immer wieder zurück. Also ich bin leicht verwirrt. Normalerweise müsste... Da kann ich einfach wieder zurück. Und runterspringen geht wahrscheinlich auch nicht, weil da was vor ist. Naja, das war klar. Hier ist auch was vor. Verstehe ich nicht. Das zu drücken. Jetzt, okay. Doch, dann geht's anscheinend doch. Aua! Ah, weil hier was vor ist. Jetzt verstehe ich. Jetzt habe ich's verstanden, Leute. Ah ja, okay. Gut. Wow! The fuck? Ich hab dir doch gesagt, du sollst aufpassen. Wer weiß, was für BOWs noch kommen. Bah, das sind die Viecher aus dem Wasser. Oh, guten Tag. Yeah, Kopf geplatzt. Was los? Schon tot? Was heißt schon? Ja, sie sind tot. Wow, also ich mach schon gut Schaden. Ja, yeah, Kopf weggeplatzt. Der Arsler kaut mich nicht mehr. Guten Tag. Oh.
Nein! Wow. Einmal richtig treffen, dann läuft das. Kann ich hier hoch? Ja, kann ich. Cool. Dann checken wir hier mal eben die Lage. Und die Bitches. Und da liegt was. Ich sehe es genau. Da liegt was. Das heißt, wir kämpfen da wahrscheinlich später. Gut. Voll der Spoiler. Ja, es muss eine Art Schließmechanismus geben. Cool. Kann ich hier was machen? Nee, natürlich nicht. Gut. Nehmen wir den ganzen Scheiß mal mit. Das Gerät wird für Impfung verwendet. Ja, dann gib mir noch mal was. Ich will ein paar Drogen. Ah, Karte Labor aufgenommen. Oh, da ist ein Knopf. Endlich. Yeah. Ich kann zu ihm. Wurde aber auch mal Zeit. Ja, komm, du machst mir keine Angst. Ist alles okay. Alles okay, Jill. Beruhig dich. So. Kann ich jetzt hier hin? Ja, von... Aua, von da nicht. Scheiße. Was eine dumme Hure, ey. Oh, oh. Ich sag doch, dumme Hure. Immer besser zweimal nachgucken. Was? Infektionsprotokoll der Queen Zenobia. Forscher Ryan. Nach dem letzten Akt der als Terra Grilla-Panik bekannten Tragödie haben wir das Schiff sichergestellt und unsere Mission schnell und unter großer Geheimhaltung ausgeführt. Alter, das ist wieder so viel, ne? 13 Seiten. Ich denke, das Wichtigste wird auch noch gesagt. Hoffe ich zumindest. Könnt ihr einfach mal Pause drücken und euch das Ganze durchlesen. Impfstoff, Prototyp aufgenommen. Chris, du glaubst nicht, was ich entdeckt habe. Morgan Lansdale von der FBC steckt hinter den Terrarigia-Angriffen. Oh, guck mal. Davon hat Raymond also gesprochen. Scheint so. Ich habe bisher nur Indizienbeweise. Nichts, um ihn festzunageln. Ja, und jetzt werden wir wahrscheinlich zu den Impfungsstationen da gehen und uns erstmal fett Drogen reinhauen, die wir nicht kennen. Warum auch nicht? Alter, dann macht ihr das echt. Sag mal, bist du bekloppt? Boah, ist die behindert. Ah, geil. Impfstoff wurde injiziert, nicht initiiert. Ich hoffe wirklich, dass der Impfstoff wirkt. Mitarbeiter-ID eingeben. Daten-Download. Bitte warten. Oh, cool. Dann warte ich eben, okay. Aber irgendwie HP oder so wäre mal nett. Download beendet. Oh. Cool, gib's mir. Wow! Bah! Ihh. Also da wäre sie jetzt aber spätestens infiziert worden. Hörst du mich? Bah. Das ist ein Notfall. Komm sofort her. Ist das eklig, ey. Oh, kann ich da jetzt durch? Ich hab voll Angst. Nur einen Schlag davon und ich bin tot. LOL? Kurz mal Luft holen. Oh, geil. Alles okay? Ach, hier bin ich. Ja, vorerst. Sehr schön. Das heißt, ich kann jetzt mal kurz hier hinschwimmen, um mir da teilzuholen. Was da lag. Hier irgendwo müsstet ihr auf mich warten. Schwebt da wahrscheinlich immer noch irgendwo mittendrin. Ja, guck mal. Da ist es doch. Tipptopp. Illegales Zubehör. So, dann gehe ich mal wieder nach oben. Ach, guck mal. Passt doch. Das passt doch. Tralala, tralala. Guten Tag, Chris. Gib mir einen Zungenkuss. Gut. Neutralisieren wir den Virus. Passwort verwendet. Autorisation bestätigt. Starte Virus-Neutralisierungsprogramm. Okay.
Gute Arbeit, BSA. Eure Aktivitäten waren erhellt. Morgan Lansdale. Ich wusste, dass O'Brien und sein Schuss und Raymond in meinen Sachen rumschnüffeln. Mit euch hatte ich allerdings nicht gerechnet. Das war mein einziger Fehler. Du warst es also, beim Angriff auf Terra Grigia. Jill, pass auf! Was? Wo denn? Oh! Oh, wow! Blinde Passagiere auf der Zenobia. Oh. Und ich Schwester sterben zu sehen. Nein! Bereich sichern, Alter! Ich pack mich schon an eine Genitalien hier. Boah, ich muss so meinen Rücken decken, ne? Okay. Jetzt weiß ich jedenfalls, wofür die Bereiche da oben sind, damit da scheiß Gegner spawnen können. Fuck, keine Muni mehr. Ja, yeah, cool, Platz weg. Oh, nachladen. Yeah, was ist los? So, der ist auch tot. Sonst noch irgendwo einer. Ah! Oh shit, nachladen. Das wird kritisch. Nein, lauf da dahin, du Arsch! Oh shit. Mach doch was! Chris! Du Arschloch! Oh! Ja, cool! Ich leb noch! Virusneutralisierung beendet. Ah, das hätte ich mir denken können. Ihr habt ja schließlich am Brüller gestürzt. Haben wir? Ich hoffe, ihr begreift den Ernst der Situation. Das ist leise. Und warum ich persönlich erscheine. Ich habe eine große Schwäche. Viele Dinge machen mir Angst. Auch Kleinigkeiten. Ich muss jede Unvollkommenheit ausbügeln. Die BSAA, mein lieber Direktor O'Brien, eure ganze Organisation, ihr macht nichts als Ärger. Oh. Ihr habt doch nicht etwa erwartet, dass ich euch ungestört herumschnüffeln lasse. Ja. Macht euch doch nichts vor. Ihr seht mal. Euer Schicksal liegt in meinen Händen. Was zum... Die Queen Zenobia. Und jetzt? Episode 9, kein Ausweg, Ende. SSS. Errungenschaft freigeschaltet, die Queen Zenobia. Okay. Und wieder ein S. S, ja! Cool. Ja, gut, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part. Wäre nett, wenn ihr den Part eben noch bewerten könntet. Bis morgen um 19 Uhr. Tschüss.